Welche Kamera soll ich mir kaufen? Lieber noch die Alpha 9 oder doch schon die Alpha 9 Mark II? Hey, wie geht's? Mein Name ist Matthias Plattmann. Ich gebe dir Tipps und Tricks rund ums Thema Fotografie und für dein eigenes Business. Für welche Kamera würdest du dich entscheiden? Eher für die Alpha 9 II oder die Alpha 9? Ich gebe dir Tipps und Tricks und wertvolle Informationen zu beiden Kameras. Welche soll ich mir kaufen oder wenn du schon bereits die Alpha 9 hast, lohnt sich ein Upgrade auf die Alpha 9 II. Wenn du neu bist auf meinem Kanal, würde es mich freuen, wenn du dich abonnieren würdest. Drück doch die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt. Schnell ein kleiner Hinweis, der Batteriegriff ist nicht inklusiv bei der Alpha 9 II. Ich habe den mir zusätzlich zugetan und gekauft. Ich finde es super im Handling und er ist sehr praktisch zum Fotografieren. Was ich kann sagen, falls du noch nicht eine Alpha 9 besitzt, ist es sicher sinnvoll, gerade direkt auf die Alpha 9 II zu wechseln. Du musst dir einfach bewusst sein, dass der Preis wirklich extrem hoch ist. Und wenn du eine Kamera brauchst für die Sportfotografie zum Beispiel und es ist nicht dein Job oder dein Hauptberuf, dann langt die Alpha 9 völlig aus. Falls du aber professionell fotografieren willst, empfehle ich dir, steig doch gerade sofort ein bei der Alpha 9 II. Wenn du zum Beispiel noch mit dem A-Mount-System fotografieren willst und aufs E-Mount-System wechseln willst, dann ist es sicher eine langfristige und eine Investition, die ganz, ganz lang herhebt. Ich habe ja damals Sony Alpha 9 ausführlich getestet. Ich tue dir die ganzen Links zu diesen Videos unten dran in die Videobeschreibung rein. Ich persönlich habe jetzt von der Alpha 99 II gewechselt auf die Alpha 9 II, habe mir aber nicht den Alpha 9 geholt als Zweitkamera, sondern ich habe auf die 7er Serie dort gewechselt mit der Alpha 7 R Mark IV. Dort habe ich die perfekte Kombination zwischen Geschwindigkeit für Sport- und Reportageaufnahmen und gute qualitative Fotos mit der Alpha 9 II. Die ergänzen sich super. Was auch sehr praktisch ist bei diesen zwei verschiedenen Modellen, eine aus der 7er, eine aus der 9er, der Batteriegriff, den ihr vorgesehen habt, der passt für beide Kameras. Ganz ehrlich, wäre immer noch die Alpha 9 auf dem Markt. Ich glaube, ich hätte noch nicht gewechselt von der Alpha 99 Mark II zu der Alpha 9. Aber durch das, dass jetzt die Alpha 9 II auf den Markt gekommen ist, habe ich mich wirklich entschieden, auf die zu wechseln. Warum habe ich auf die gewechselt oder warum könntest du auf die wechseln? Es ist einerseits, der Griff ist besser geworden, das Handling ist wirklich besser von dieser Kamera. Die Knöpfe sind praktischer zum Bedienen. Zum Beispiel hinten beim Daumen ist es schön griffig, der Joystick funktioniert super und auch oben dran die Tastenbelegung ist um einiges praktischer wie vorher. Ein Detail, aber wo auch sehr praktisch ist, ist das hintere Drehrad, das sehr praktisch ist zum Drücken. Und ich habe das Gefühl, auch beim Auslöser vorne beim Betätigen hat es so eine schöne Schräge drin, dass es wirklich alles super griffig ist und super sitzt. Was auch sehr super geworden ist, ist das Fach, wo die Speicherkarten drin sind. Frage vom Video. Welche Kamera würdest du anderen empfehlen? Eher die Alpha 9 oder schon die Alpha 9 II? Schreib doch deine Argumente unten dran in die Kommentarfunktion unten rein. Ich bin mir sicher, mit deinem Input kannst du ganz vielen anderen auch weiterhelfen. Du kannst jetzt das wirklich auf der Seite schön auf- und zuschieben. Du hast nicht mehr so ein kleines Riegel, das du immer betätigen musst, wo die Klappe nachher auf- und zuspickt, sondern die ist entweder zu, wenn sie zugeschoben ist und das verhebt. Und das Gleiche natürlich bei den Anschlüssen auf der Seite, wo du den Anschluss hast für das Mikrofon, für Kopfhörer oder die ganzen Mini- oder Multi- und USB-Anschlüsse. Auch dort, das passt super, du kannst die auf- und zuklicken und es ist nicht so ein Puzzle wie vorher mit diesen Kläppchen drin, wo du nicht weisst, fallen sie Deckel ab oder nicht. Also mein Fazit für die zwei Kameras. Wenn du etwas mehr Budget zur Verfügung hast, wechsle doch sofort auf die Alpha 9 II und überspring die Alpha 9, falls du eine Alpha 9 Mark I hast. Die ist sicher noch tiptop und die ist einwandfrei dabei. Und auch wenn du wechseln von einer 7er Serie auf 9er Serie, bist du mit der Alpha 9 noch super beraten. Es würde mich freuen, wenn ich dir mit dem Video helfen darf, dich einfacher zu entscheiden zwischen der Sony Alpha 9 II oder der Alpha 9. Ich wünsche dir nur das Beste, alles Gute beim Fotografieren. Ich würde mich freuen, wenn dir das Video gefallen hat, wenn du mir einen Daumen nach oben gibst. Abonniere doch bitte meinen Kanal, drück die Glocke, dann wirst du jedes Mal informiert, wenn es ein neues Video gibt.
Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.